Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander, meine Lieben. Schön, seid ihr da. Willkommen daheim. Guten Abend. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier bei uns im Labor. Das Labor ist eigentlich schon fast traditionellerweise ein Treffpunkt geworden von ganz besonderen Menschen mit speziellen Lebensbiografien. Und darum möchten wir auch heute Abend ein Motto von unserer Sendung treu bleiben. Eine Sendung, wo eben man nicht nur aus Langweilen schaut. Und stellen euch einen ganzen Haufen Lebensgeschichten vor, die einsam auf weiter Flur in ihrer Außerordentlichkeit mit einer Leidenschaft gelebt werden, die sehr speziell ist. Das sind nämlich heute Abend meine Gäste. Er ist mit 23 schon einer der weltbesten Musiker. Mit seinem Instrument, dem Horn, verblüfft er sein Publikum seit Jahren. Und dass er keine Arme hat, sondern mit den Füßen spielt, das ist eine Nebensache. In seinem Beruf ist er meistens einsam auf weiter Flur. Er düset nämlich als Autorennfahrer mit über 300 Sachen durch die Nacht und ist dreifacher Sieger von Le Mans. Und dieser Mann hat aus seiner Leidenschaft einen Beruf gemacht, der einzigartig ist. Er baut nämlich Kügelbahnen, die allen Erwachsenen so richtig Freude machen. Und mein erster Besuch, der kennt die weite Flur, kann man sagen, von 170 Quadratkilometer geschützter Landschaft wie sein Hosensack. Er ist verantwortlich sozusagen Herr über 80 Kilometer Wanderweg. Er beobachtet Wildtiere, er führt genau Buch über seltene Pflanzen. Und das in einer Landschaft, die seit 100 Jahren streng geschützt ist. Er ist nämlich mit seinen 7 Kollegen Parkwächter im Schweizer Nationalpark, der dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum feiert. Ganz herzlich willkommen, Fadri Bott. Herr Bott, herzlich willkommen. Guten Abend. Nehmen Platz. Wir kommen gerade mit allem Gepäck. Man kann das gerade daneben stellen. In Amerika würde man ja eurem Job Ranger sagen. Bei uns heisst es Parkwächter. Das klingt schon ein bisschen mehr nach Polizei, oder? Ja, es gibt auch Leute, die fragen, ob wir bei den Parkwächtern Aufsicht betreiben. Aber wir haben ein bisschen eine andere Aufgabe. Ihr habt eine andere Aufgabe. Ihr seid seit 22 Jahren dabei. Der Nationalpark wird 100. Heisst das, wenn man so eine Stelle wählt, ist es in der Regel eine Lebensstelle? Ja, wir haben auch Kollegen, die dann zur Konkurrenz gegangen sind. Also, das heisst, wo ist Konkurrenz? Wildhut, nein. eigentlich die, die sonst angestellt sind, bleiben das ganze Leben. Oder? Und, ich habe jetzt einmal ziemlich früh angefangen. Und nur noch 20 Jahre. Ja. Ja, aber das ist doch schön, oder? Also, ja. Ist das ein Kindergartentraum gewesen, sozusagen, bei euch? Ja, das hat eigentlich schon im Kindergarten. Habe ich mit einem Parkwächter mit. Der war Sommerparkwächter und im Winter war er Kaminfeger. Und konnte dann mal mit ihm mit. Und seit dort also, habe ich gewusst, das ist etwas. Oder? Aber es muss dann alles stimmen. Ich so als Außenstehender stelle mir diesen Beruf super cool vor. Oder? Ihr habt einen guten Lohn, ihr geht jeden Tag spazieren, schaut den Vögeln zu, den Gämschen, den brünstigen Hirschen. Und macht das den lieblichen Tag? Ja, eben. Das ist einmal, was man meinen tut oder so. In unserem Nationalpark, der einzige von der Schweiz. Wir sind 8 Parkwächter. Es gibt 7 Bundesräte und 8 Parkwächter. Wenn einer fragt, ja, das oder ist so, jetzt noch eine gute Symmetrie. Ja. Und es sind alles gelernte Handwerker, von dem her.
Und wir tun eben von Aufsicht über Infrastrukturerhaltung tun wir eigentlich alles bewerkstelligen. Das heisst, Sie bauen hier Brücken, wenn es mal ein bisschen Hochwasser gegeben hat? Eigentlich die schönste Arbeit auch, oder? Hier und da mal auch ein bisschen werken. Mhm. Wir haben eigentlich den Klimawandel eigentlich gut gespürt. Seit etwa 20 Jahren. Da hat sich etwas verändert. Es sind die Brücken, die wir eigentlich sonst auf 1,50 m hatten, haben wir alle auf 3 Meter. Effektiv, es kommt mehr Wasser erhöhen. Gletscher schmelzen. Genau. Ja. 100-jähriges Jubiläum, habe ich gesagt. Hat er eine Invasion trotz schlechtem Wetter bei euch im Park? Wir hatten sicher mehr Besucher, ja. Und das hat man eigentlich schon gerechnet, aber also die genauen Zahlen die kommen dann raus. Weil bei uns ist jeder Besucher ist eigentlich uns wichtig. Und jeder, der im Nationalpark hineinläuft, an den Eingängen, sind Zählmatten. Die werden dort laufen durch. Und werden wir jetzt mal schauen. Also ganz sicher gibt es einen Plus. Dass es viele Leute gibt, das sehen wir in der Stadt, gibt es auch viel Abfall. Habt ihr auch mit diesem Problem zu kämpfen? Eigentlich verhalten sich Gäste sehr, sehr gut. Das heisst, wir haben den Ofenpassstrasse, also die Verbindung im Münstertal. Und dort halt tun dann auch Autofahrer anhalten, die vielleicht nicht unbedingt Parksbesucher sind. Ja, die steuern dann irgendwie Livigno zu oder so. Mhm. Und das sind dann die Gäste, die vielleicht auch mal Mittagessen machen. Und dann nachher weiss man auch, was sie gegessen haben. Ja. Alles dort bleibt. Aber, ja. Was ist denn das Schönste an eurer Tätigkeit? Ja. Es ist die Abwechslung eigentlich, oder? Es ist schön, auch beobachten irgendwo, aber es ist dann auch schön, einmal Hand anzulegen, und eine Brücke bauen oder die Schutzhütten unterhalten. Tier, das ist ein wichtiger Bestandteil. In eurem Rucksack hat es nicht mehr als wichtigstes Instrument den Feldstecher. Ja, also sicher werden die Bestandeszahlen, wo eben über mehrere Jahre, also eigentlich vom Anfang weg, werden die erzählt und man hat eigentlich lange Datenreihen. Die kennen kann. Also jedes Gämschi mit Vornamen? Nein, aber wir haben eigentlich viel markierte Tiere auch. Mhm. Und das ist ein Projekt, das jetzt über 20 Jahre geht. Und das sind dann wirklich Gämsen, die ich seit etwa fast 20 Jahren kenne. Und das, und die lüpfen oder Hut und sagen Hallo, Vateri. Ja. Also, wir sind per Du mit dir. Ja, gut. Seltene Pflanzen ist ein weiterer Faktor. Hat man gemerkt, dass sich jetzt in diesen 100 Jahren sich eine Fauna entwickelt, die anders ist als in anderen Gebieten der Schweiz? Es ist so, also eben. Wir haben Zeit, es sind erst 100 Jahre vergangen. Andere Pflanzen, das wären dann Neophyten oder so, die reinkommen, das ist eher noch kein Problem. Mhm. Wenn schon sind, man sieht, die Pflanzen, es wird immer wärmer, die steigen dann auch die Alpenpflanzen auf. Und irgendwo ist dann mal ein Spitz da oben. Die gehen den Berg darauf, sozusagen, mit dem Klima zusammen. Also Pflanzen, Schnecken. Auch die, auch wenn es nur langsam geht, also, die hat man jetzt gesehen. Auch die kommen am Schluss auf den Gipfel. Also, das sind dann über 200 Meter höher sind sie jetzt. Es gibt einen Haufen Vorschriften. Man darf den Wanderweg nicht verlassen. Oder mindestens nicht weiter als 100 Meter. Wie ist das denn genau, wenn ich jetzt länger unterwegs bin und ich muss mal? Also nicht nur das Kleine, auch das Grosse. Ja, es hat zum Glück einen Haufen Wald. Mhm. Ich sage immer links Dame und rechts Herren, dass man ein bisschen... Ja, es kommt einfach ein bisschen darauf ab, von welcher Richtung dass man kommt. Und, ja, gibt es vielleicht auch interessante Bekanntschaften, oder? Ja, ja, ja. Also vom Vorteil ist, wenn man es dann hinter sich hat, dass man wenigstens abdecken tut. Oder? Ja. Mit ein bisschen Laub. Ja. Ja. Also das ist erlaubt. Müsst ihr eigentlich auch, die sind doch ein bisschen Polizist, also eine Art grüner Polizist. Muss man Bussen verteilen?
gibt es auch, man kommt nicht drum herum. Oder? Und wenn es dann einmal passiert, eben, ich sage den Leuten, eigentlich ist es ganz einfach. Nichts hier lassen, nichts mitnehmen. Schauen, hören, laufen und nicht vergessen zu schnaufen und das andere. Ist einfach nicht erlaubt. Oder? Und wenn man zu viel anders macht, dann kommt der Vater rein und zückt seine Bussenzähl. Muss man gerade Bar zahlen oder kann man noch mit Kreditkarte? Ja, neuerdings kann man mit, also das sind Ordnungsbussen. Mhm. Aber die Leute, die vom Ausland kommen, die müssen wir das Geld sofort abnehmen. Oder? Und, wenn sie zahlen, also es hat auch schon derjenige gegeben, die gesagt haben, ja, ich lasse die Frau da und gehe das Geld holen. Ich sagte, nein, der Chef geht nicht, vielleicht kommen sie nicht mehr zurück. Oder? Passiert das häufig? Nein, ja, es ist eigentlich, also sicher kriegen wir nicht alle, oder wenn wir Auto fahren, einmal schnell, also kriegen sie uns auch nicht jedes Mal. Oder? Aber, zum Glück, ja. Es ist zwischen 15 und 40 Mal im Jahr. Insgesamt? Auf dem Jahr 150'000 Besucher? Ja, ja. Also benehmen sich alle sehr anständig. Es ist eigentlich typisch schweizerisch. Die Leute, die dort sind, schauen zu den anderen. Und das wird dann schnell einmal gesagt, hey, du, jetzt liest das auf. Oder ja. Hund. Hilfspolizisten, sagt man denen. Ja, ja. Ja. Wenn man jetzt so unterwegs ist, im Sommer ist klar, im Winter, hat es noch gäbiger? Ja, dann ist es einmal sicher nicht so warm wie hier im Studio. Ja. Und ja, im Winter sind wir wirklich allein. Das heisst, der Park ist geschlossen. Wir machen die Aufsicht zu touren. Mhm. Aber man schaut dann, meistens sind wir eben im Schatten, weil das Wild dann in der Sonne hängt sind. Und dementsprechend müssen wir uns dann auch so ankleiden, dass wir mögen durchstehen. Jetzt, Bündner sind ja passionierte Jäger. Hm? Jetzt fällt die Jagdsaison an, oder? Ja. Nächstens. Dann habt ihr Hochsaison bei euch, um zu schauen, ob zwischen ihnen nicht irgendein brünstiger Hirsch abgeschossen wird. Ja, wir sind sicher auch auf der Grenze. Ist klar, das Wild weiss, dass sie im Park eigentlich geschützt sind, Ruhe haben. Und die gehen jeden Abend eigentlich der Nacht raus und fressen, viele. Und kommen dann wieder zurück. Kommen dann zurück und die Tour haben sie nicht da, die Jäger aber schon. Mhm. Und wenn dann halt Schusszeiten sind, dann klar kriegen sie etwas. Oder? Mhm. Das. Aber die müssen also nicht jetzt schauen, dass Wilder in den Park kommen. Das ist dann eine andere Geschichte. Das sind dann die Jäger, die eigentlich keinen Schein haben. Ah, genau. Ja, die kommen aber nicht so häufig. Wir reden ja immer vom Wolf und von den Bären. Haben die eigentlich das Refugium, das wäre ja wie ein Selbstbedienungsladen bei euch, schon entdeckt? Bei den Wölfen eigentlich bin ich gestaunt, dass sie nicht gemerkt haben, dass sie eigentlich dort das Schlaraffenland haben. Eben, genau. Und riesen Shoppingcenter. Dort kann man dann auf jedem Regal etwas rausnehmen, wahrscheinlich. Ja. Bei den Bären, zum Wild zu holen, sind die einfach zu langsam. Oder? Mhm. Und solange das Sunder Nationalpark Schafe hat, die nicht so gehütet sind, dann. Also die Bären sind lieber zu schlieren als im Nationalpark, ja. Oder? Ja. Das war der Wolf auch. Oder? Der Wolf, genau. Wann geht der Nationalpark zu? Wie lange kann man noch kommen jetzt in dieser Saison? Das ist dann immer so ein bisschen abhängig von der Witterung. Also wenn es dann mal einwintern tut, einschneien tut, das Jahr wird es etwa am 7. November sein. Okay. Also, habe ich noch die Zeit, ein Besuch zu machen. Danke vielmals für den Besuch hier bei uns in der Stadt und ich wünsche eine gute Saison noch. Herr Bott, merci. Alles Gute. Danke vielmals. Merci. Ich gebe dir den Rucksack mit. Mindestens, meine Damen und Herren, die Älteren unter uns,
Die kennen sie alle, die Kügelbahnen, oder? Wo man jeweils mit grosser Inbrunst als Kinder eine Marmorbiene da hat. Zack, links, rechts, rechts, links, links, rechts, ist es hin und her tasselt. Die Kügelbahnen, die mein nächster Gast herzaubern, die sind aber ganz wahre Meisterwerke. Und zwar Meisterwerke aus Kupferdraht und mit entsprechenden Lötstellen aus. Dekoriert sie geben nicht nur den Kügel die Möglichkeit, geben, dass sie Pirouetten schlagen können und in ganz interessanten Wegen, jetzt soll ich das mal lesen, in Gang setzen, zu abkommen. Nein, es sind auch noch Bahnen, die entsprechend tönen. Aber jetzt habe ich gerade den letzten Weg verwischt. Jetzt schauen wir da mal schauen, ob es jetzt tönt. Nein, da ist noch eine dort. Zeit ist da, Zeit ist da. Wunderbar, oder? Wir haben den König der Kügelbahnbauer. Ganz herzlich willkommen, Alain Schartner! Herr Schartner, herzlich willkommen! Es ist ja. Du schaust schon ganz kritisch schauen, ist alles im Funktionieren? Nein, es ist ja doch ein ziemlich seltsamer Beruf, wenn man sagt, man ist Kügelbahnbauer. Wann hat euch der Virus so richtig in Anspruch genommen? Das war in der Schule. Wir hatten einen super Lehrer, der im Werken gefunden hat, komm, jetzt machen wir Kügelbahnen. Und zwar meine Wand. Und mein Vater war Elektrotechniker. Von dort her hatte ich das Löten schon drin. Und, und Kupferdraht auch daheim, Kupfer, ganz offensichtlich. Natürlich, ja. Also das heisst, es ist ein Hobby, das euch 35 Jahre lang euch begleitet hat? Ja. Ihr habt vor 5 Jahren beschlossen, ihr werdet sozusagen selbstständiger Jungunternehmer. Ja, Unternehmer. Dort Kügelbahnen bauen. Genau. Hat das Geschäftsmodell funktioniert? Bis jetzt schon, ja. Ob es noch weiter funktioniert, kommt auf die Leute drauf an, ob sie die Kugelbahnen auch kaufen wollen. Mhm. Aber ja, also ich mache ja nicht nur Kugelbahnen, ich gebe auch noch Kurse, ich mache Weiterbildungen, ich arbeite mit Kindern, mit Erwachsenen. Also das heisst, ich könnte als Lehrling bei euch noch etwas lernen. Wir haben also ein wunderbares Objekt. Da geht schon die Tür ab, es kehrt und macht und tut. Jetzt fragt man sich natürlich, wie baut man so eine Bahn? Wo fährt ihr an? Oben. Oben? Oben, ja. Ich würde jetzt Hunger anfangen. Ja, aber wird schwierig. Nein, man macht eigentlich also bei diesen Bahnen den Rahmen und dann den Aufzug. Ah, der hat den Lift? Den Lift, ja. Die grossen drei, die haben alle Lift, die gehen automatisch. Und ja, wenn man den Aufzug hat, dann fängt man einfach von oben nach oben an bauen. Habt ihr einen Plan? Nein. Alles im Kopf? Ja, ja. Und was ist, wenn der ansteht? Da macht man zum Beispiel, wenn man da ansteht, macht man einfach eine Umlenkung. Oder man hat so viele Möglichkeiten. Also es ist unbegrenzt. Wie lange schafft man an so einer Bahn, wie wir sie jetzt hier vor uns haben? Das sind ca. 1,5 Monate. 1,5 Monate? Ja. Und wie viele Meter Kabel, respektive Kupferdraht verbraucht ihr da? Wenn ich das jetzt kaufen möchte, was muss ich auf den Tisch legen? Für den 6'500 Franken. 6'500 Franken? Aber ja. Der schaut nicht viel aus. Also das Kupfer ist teuer, dann müsst ihr löten, die brauchen das Lötmaterial. Genau. Also, schaut überhaupt noch etwas aus, natürlich. Dann hast du noch etwas Ja. So schwer ich nicht mehr da. Aber die klemmt jetzt gerade da. Die klemmt jetzt gerade? Ja, ja, und ich weiß nicht genau, wieso. Jetzt geht der Lift wieder. Gehen wir doch mal da rüber. Wer lässt sich denn von so einem Ding faszinieren? Das ist Sie zum Beispiel. Ich zum Beispiel, ja, genau. Also stellen die Leute das bei sich im Wohnzimmer auf? Die grossen nicht, nein. Die tun ich auch vermieten, ist auch Fenster. Oder sie kommen die Firmen. Jetzt hast du okay, im Paul-Scherrer-Institut hat es eine, im Kindermuseum hat es schon eine, im Altersheim hat es eine, also langsam kommt es. Wenn ihr jetzt so fährt anzubauen, gibt es denn so Ideen, die euch da besonders faszinieren, wo ihr etwas Neues ausprobieren wollt? Also, man weiss auch nicht genau, ob
die alle den gleichen Weg gehen oder ob sie zwischendurch etwas ganz anderes machen. Wie geht ihr da vor? Also, sie gehen nicht alle den gleichen Weg. Das sind, glaube ich, da 7 Bahnen verschiedene. Und die fangen am Anfang an mit Weichen. Jetzt geht gerade eine, das ist die erste Weiche, die zweite Weiche und so geht es nicht mehr weiter. Die stellen sich immer alternierend rechts, links. Mhm. Ja. Und natürlich gibt es verschiedene Sachen, die ich ausprobieren will, wie zum Beispiel die dort vorne, da kommen wir noch dazu. Gerade, ja. Und natürlich die verschiedenen Mechaniken. Und mir ist eigentlich wichtig, dass ich so viel wie möglich nur mit Kupfer baue. Also ohne... Es gibt auch das ästhetische, glänzige, genau, das schöne, ja, kupferfarbige. Aber habt ihr da noch den Überblick, jetzt ehrlich gesagt? Wenn sie fertig ist, nicht mehr. Ah, eben. Also es geht euch wie mir. Ja, es ist so ein wunderbar kunstvolles Gestellage, aber man ist nicht mehr so ganz sicher, wie das eigentlich die Innereien funktionieren. Ja, also im Großen und Ganzen habe ich schon einen gewissen Überblick natürlich. Aber ich weiss jetzt auch nicht, welche Bahn denn wo rauskommt. Ja, jetzt hat und dort jetzt gerade, das ist der Vorführeffekt. Das ist genau, jetzt gehen wir doch noch zu der dahinter. Die ist ja musikalisch, die kann nicht nur Zeit ist das, ich habe noch andere Melodien, genau, oder? Zum Beispiel? Zum Beispiel «Alle meine Entli». Und die erste, die wir da haben, das ist eigentlich nur Kugelbahn. Aber ich habe jetzt ausgerechnet die falsche für alle meine Entlein. Ja, wunderbar. Eine sehr schöne Dekoration. Und das hier ist eigentlich so ein Wahnsinnsobjekt. Ein Schaukasten, kann man sozusagen behaupten, von eurer Arbeit. Ja. Was also, sieht man da? Es ist ein Rad in der Mitte. Genau. Mhm. Das Rad transportiert Kugeln rauf. Und das ist das, was mich eigentlich fasziniert hat, da. Der Aufzug mit dem Rad. Aber der Strom oder sagen wir mal die Energie produziert jetzt die Bahn nicht auch noch selber? Leider noch nicht, nein. Wenn ich denn das habe, dann habe ich den Durchbruch geschafft. Aber genau, also vielleicht mit Solarzellen oder Ähnlichem könnte man das noch machen. Das kann man schon machen, ja. Aber da seid ihr jetzt von einer klaren Idee schon mal ausgegangen. Ja, das war eben der Aufzug mit dem Rad. Das ist das, was mich fasziniert hat. Das Rad der Zeit. Genau. Frage, wie lange arbeitet ihr so an einem Ding? Ja, das sind jetzt auch 1,5 bis 2 Monate. Es ist eben so, ich arbeite nicht an einem Objekt allein, bis fertig ist, von A bis Z. Ich habe immer 2, 3 noch. Also dann, wenn euch eins stinkt oder das Bauen nicht mehr richtig weitergeht, dann geht er zum nächsten. Das gibt es, ja, ja. Dass man einfach mal nicht weiterkommt und findet, ja, jetzt lass mal eine Woche stehen und dann geht es dann schon weiter. Wie viele so Bahnen habt ihr in eurem Leben schon gebaut? Um die 1000, würde ich jetzt sagen. Um die 1000? Okay. Und die finden alle Abnehmer? Ja, ja, aber das sind dann meistens... das ist gar nicht da. So die Kleinen. Also von den Grossen habe ich noch nicht so viel gemacht. Die machen das jetzt 35 Jahre. Gibt es einen Moment, wo man sich verlängern kann? Nein. Das kommt wie aus der Kanone geschossen? Ja, also es ist unbegrenzt. Man könnte, ich habe noch Ideen für ganz viele andere Sachen. Betrachtet ihr das als in dem Sinn Handwerk oder als Kunst? Kunsthandwerk. Als Kunsthandwerk, genau. Aber eines, was allen beides, wahnsinnig Freude macht und uns auch, man könnte stundenlang zuschauen und das ist noch viel spannender als ein Aquarium mit Fisch. Alain, ich danke euch ganz herzlich. Danke. Und vielen Dank, dass wir uns ein bisschen vergnügen jetzt mit diesen wunderbaren Kugeln. Ja. Alles Gute und weiterhin viel Inspiration. Danke schön. Unglaublich, oder? Was die Fantasie der einzelnen Menschen alles ermöglicht, ist doch eigentlich fantastisch. Mein nächster Gast, der kann man sagen, der lebt das Leben auf der Überholspur. Also mindestens beruflich. Er ist nämlich Autorennfahrer und das mit grösstem Erfolg. Er hat nämlich vor 3 Jahren zusammen mit seinem Team zum ersten Mal als Schweizer die legendäre Langstreckenrennen von Le Mans gewonnen und hat noch einmal
weiteren Sieg, zweimal geholt, also insgesamt dreimal Le Mans gewonnen und ist damit Weltmeister im Langstreckenfahren. Und heute mein Gast und erzählt ein bisschen, wie das zu und her geht, wenn man mit 340 Stundenkilometern über die Piste rast. Herzlich willkommen, Marcel Fässler. Irgendwie ist es ja für uns eins verwunderlich, wenn Engelberger Gil plötzlich in die hohen Sphären der besten Autorennsportler aufsteigt. Wie war das möglich bei euch? Ja, ich glaube, die Schuld eigentlich schlussendlich war sicher mein Vater, weil er ist ein sehr begeisterter Rennsportler war, selber ein bisschen Autoslalom gefahren früher und später Go-Kart. Und als ich dann klein war, hat er mich natürlich dann immer mitgenommen. Irgendwann habe ich selber einen bekommen, Go-Kart. Und dann irgendwann kam die Zeit, gekommen, wo ich dann schneller war wie er. Und dann hat er müssen hören. Aha. Und der hat gesagt, jetzt gebe ich Vollgas. Genau, ja. Es braucht eine Ausbildung. Man kann nicht einfach an die Steuer sitzen und meinen, man werde jetzt Rennfahrer. Ja, es ist schon so, also ich habe also die Schule hat damals Windfield, Ecole Windfield geheissen. Das war in Südfrankreich. Und da bin ich als 17-Jähriger dort angegangen, weil auch mein Vater gesagt hat, jetzt wollen wir mal schauen, ob der Bub überhaupt Auto fahren kann. Schnell. Wie schnell das er ist, genau. Gegenüber der Konkurrenz. Genau, und dort hatte ich dann auch das Glück gehabt, dass ich dann eigentlich dann, entdeckt worden bin vom französischen Mineralölhersteller. Die hatten so eine Nachwuchsförderung, wie Red Bull das momentan mit dem Vettel oder auch mit dem Sebastian Buemi gemacht hat. Bin ich dort reingerutscht und hatte durch das eigentlich dann die Möglichkeit gehabt, dort schon das Handwerk in dem Sinne ein bisschen zu lernen. Es braucht Glück, das ist sein, denn es braucht aber Talent. Was braucht es für Charaktereigenschaften? Ja, ich glaube, als Sportler muss man natürlich das Duell gerne haben. Also der Kampf Mann gegen Mann. Also bei uns ist es Rad gegen Rad quasi. Das muss man natürlich mal gerne haben. Und vielleicht auch ein bisschen Egoismus gehört dazu, weil sonst gewinnt man ein Rennen nicht. Ja, genau. Bitte, ja, kannst du vorfahren. Das Gen habe ich irgendwie nie gehabt, weil ich habe früher schon als Kind sehr ungern verloren. Mhm. Da sind Teile mit Weile mal auch weggeflogen und so, wenn ich nicht gewonnen habe. Und ich glaube, das ist einfach so eine Charaktereigenschaft, die man mit hat. Aber ich glaube auch, dass man trotzdem als, sagen wir mal jetzt einfach wie man halt ist, auch schon weit kommt. Aber gewisse Eigenschaften muss man natürlich sicher mitbringen. Gibt es für euch das Wort aufgeben? Im Rennen nicht. Also wenn egal was ich mache, ob es Autorennen ist oder sonst irgendein Rennen bin, wenn die Startnummer irgendeinem Ort drauf ist, dann das Wort aufgegeben. Wird es durchgezogen? Ja, durchgezogen. Ja, schon böse Erfahrungen gemacht in diesem Zusammenhang? Inwiefern meinen Sie jetzt? Ja, dass ihr eigentlich hättet wollen aufgeben, aber der Gring es nicht zugegeben hat. Ja, das gibt es natürlich schon jemanden, wo man eigentlich... aber ich komme dann irgendwie in so ein Fieber rein. Und dann heisst es einfach, also, solange jetzt noch ein Rad sich dreht, solange fahre ich noch. Also ich bin mal ein Mountainbike-Rennen gefahren, das war eigentlich mein einziges. Da hatte ich einen sechsfachen Speicherbruch. Gehabt. Und dann habe ich halt das Velo geschoben. Opsi, weil Opsi ist nicht mehr fahrbar gewesen. Nizzi konnte ich es dann doch noch fahren. Und bin dann gleich noch ins Ziel gekommen. Und zuerst habe ich schon gedacht, soll ich jetzt aufhören oder nicht. Nein, das machen wir jetzt fertig. Le Mans, dreimal hat er gewonnen zusammen mit eurem Team. Das ist ziemlich eine einzigartige Leistung. Was macht der Mythos aus von diesem Rennen? Ja, Le Mans ist in dem Sinne also einzigartig, weil es ist erstens schon mal das älteste Autorennen, das es gibt. Seit 90 Jahren, genau, oder? Ja. Dann hat es natürlich sehr viele Legenden auch aus dem Le Mans entstanden. Das Le Mans als Event selber wird auch zelebriert, kann man sagen. Es geht eine Woche vorher schon los mit der Fahrervorstellung, technische Abnahme in der Altstadt, wo schon ein paar tausend Fans dort sind und das genau verfolgen können. Und dann wird auch die Spannung nach dies nach aufgebaut. Es scheint auch ein wahnsinniges fanatisches Publikum zu haben, oder? Es hat Hunderttausende von Leuten, die das Rennen verfolgen.
Ja, das ist, ich glaube, das ist auch das, was eigentlich den Charakter schlussendlich ausmacht. Oder? Ich glaube, Le Mans sonst ist eigentlich nicht eine so extrem bekannte Stadt, aber einmal im Jahr oder eine Woche lang ist da Rambazamba. Also da, sind auch, da kommen sehr viele Engländer, Däner, Deutsche, also wirklich, da sind alle Nationalitäten eigentlich vorhanden. Mit einem sehr schönen Auto zum Beispiel, mit alten Jaguar E. Und die dann aber neben dem Auto auch zelten. Also es hat eine ganz eigenartige Ambiance. Und das kann man nur spüren, wenn man mal vor Ort war. Ich habe vorher, bevor ich Le Mans gefahren bin, habe ich das gar nie. Eigentlich, ja, ich bin zwar sehr viel in Le Mans am Rennen fahren, aber ich habe das Wochenende nie miterlebt. Und das treibt auch an, oder? Also für die Leistung. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, man wird irgendwann auch ein bisschen süchtig. Auch. Nachdem, vor allem, wenn man noch Erfolg hat, kann man natürlich schon noch süchtig werden. Weil wenn man, zum Beispiel, als ich das erste Mal gewonnen habe, da steht man nachher eigentlich vor einer Menschenmenge von Leuten, die, ja, und das ist einfach, da kommt man Hühnerhaut über, das ist faszinierend. Verdientermassen. Es geht 24 Stunden, du seid zu dritt, also das heisst, jeder fährt immer 4 Stunden und dann wird er abgelöst. Ihr seid einer, der gerne allein auf weiter Flur zur Nacht fährt. Das ist ein bisschen schwierig nachvollziehen. Ja, das hat sich eigentlich so ein bisschen ergeben. Ich fahre auch sonst bei Fahrgären eigentlich lieber in der Nacht. Ich weiß nicht warum, vielleicht sehe ich ein bisschen besser als der Kollege. Aber das hat sich jetzt auch so ein bisschen eingependelt. Die Leute sagen, ja, du fahrst eh die Nacht. Und es ist eigentlich nicht unbedingt faszinierend, die Nacht selber. Es ist ja manchmal... Ja, man fährt einfach in ein dunkles Loch und sieht nichts. Genau, es ist eigentlich ein Tunnel, man hat nur den Lichtstrahl und die ganze Konturen rundum, auch das Ambiente ist weg. Also manchmal, vor allem wenn es dann noch ein bisschen regnet, ist es manchmal ein Gefühl, wo man wirklich auch unangenehm ein bisschen sein kann, wo man dann manchmal denkt, jetzt wäre es eigentlich schön, daheim im Bett zu sein. Das ist schlecht im Rennen, das aber, denken. Das kommt damals noch kurz. Und nachher, meistens hat man den Gegner vor sich oder hinter sich. Dann kann man sich wieder neu fokussieren. Aber es gibt dann in der Nacht schon... man ist wirklich komplett allein, oder? Und ja, manchmal nicht lang, es wird nicht langweilig, aber man fühlt sich wirklich allein in dem Moment. Der schönste Moment ist, wenn die Sonne aufgeht. Ja, dann wird die Strecke schneller. Das ist, das ist eigentlich das Phänomen, weil die Strecke wird ja nur einmal im Jahr gefahren. Dann mit dem Gummiabrieb, wo man da drauf kommt, wird sie immer schneller mit der frischen Luft. Da hat mehr Sauerstoff drin. Durch das laufen die Motoren besser und dort kann man eigentlich da die besten Zeiten fahren. Also kann man eben auch noch fürs Ego, für die schnellste Rennrunde dort dann sich noch ein bisschen... Wie schnell seid ihr denn so im Schnitt? Also wir haben jetzt dieses Jahr einen Schnitt gehabt, mit inklusive Boxenstopp, Fahrerwechsel und Reparatur von 217 Stundenkilometer. Ein Schnitt, ja. Höchstgeschwindigkeit? Und die Höchstgeschwindigkeit ist 340 und wenn man jetzt auf die schnellste Runde schaut... Aber jetzt muss ich gleich fragen, 340, kann man da überhaupt noch, außer einfach steuern, etwas machen? Es ist lustig und Sie werden es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber... Wenn man, das Auto gewöhnt sich extrem schnell an die Geschwindigkeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, oder das Auto ist auch gemacht für die Geschwindigkeit, je schneller ich fahre, je mehr drückt das Auto eigentlich auf den Boden. Man hat ein ganz sicheres Gefühl. Und, ja, also dir, ja. Ja, und lustigerweise, man merkt die Geschwindigkeit nicht. Also ob ich jetzt 250 fahre oder 300, 340, das Gefühl kommt einem gar nicht auf. Aber das Auto gewöhnt sich daran. Und das haben Sie vielleicht schon mal erlebt, wenn Sie vielleicht vom Deutschen mal ein bisschen schneller wieder 120 gefahren sind und dann in der Schweiz fahren wir wieder die 100. Das Gefühl, ich bleibe stehen. Und dann hat man das Gefühl, man bleibt stehen. Und genau das Gleiche ist eigentlich bei uns Rennfahrern. Was ist eigentlich die grössere Gefahr? Technik, die Strecke oder der Gegner? Es hat bei uns relativ sehr viele Amateure, die mitfahren mit längsameren Autos. Mhm. Sprich, der Gegner ist Gefahr. Und dann ist es sehr schwer, manchmal einzuschätzen, weil die fahren die Linie, die wir eigentlich nicht fahren würden. Und dann hat man das Gefühl, der hat mich gesehen, der will mich vorbeilassen. Und eigentlich in dem Moment, wo man reinsticht, machen sie die Türen zu. Und das sind sehr heikle Momente. Und es hat auch schon schwere Unfälle wegen solcher Sachen gegeben. Ihr hattet ja auch schon einen gehabt, mit 200 hinter die Wand getatscht. Gibt einem das auch einen gewissen, ich sage jetzt mal, Rennfahrer redet ja nie von Angst, er hat ja keine Angst. Aber Respekt. Ich glaube, Respekt muss man haben, wenn man ein Rennen fährt, auf jeden Fall. Man muss auch wissen, was man macht, das ist klar. Das Gute ist vielleicht bei mir, bei dem Unfall, ich bin also
Knockout gehabt quasi. Ich bin zwar allein ausgestiegen, aber ich weiss von dem ganzen Unfall glücklicherweise nicht mehr. Und somit ist es auch für mich, wie es nie passiert wäre. Ah, das ist noch praktisch, ja. Schwenne die Leittasche, nein. Aber ich habe natürlich auch sonst schon mal andere Momente gehabt. Aber eben, ich glaube, man muss wirklich wissen, was man macht und das auch mit Respekt machen. Und wenn man es gewissenhaft macht, dann kommt auch die Angst. Und wenn man Angst hat, kann man dann schnell fahren. Also ich brauche ein hundertprozentiges Vertrauen ins Auto, ins Team, in meine Teamkollegen rundherum, damit man auch die Leistung prüfen kann. Vier Töchter, also sozusagen Spielgruppe daheim. Was findet ihr zum Job von Papi? Ja, das ist lustig, wie die jemand mal darauf angefragt. Aber für sie ist das irgendwie ganz normal, weil sie eigentlich damit aufgewachsen sind. Für sie ist es ganz normal, dass ich sehr viel weg bin und dann aber wieder ein paar Tage länger daheim. Für sie ist das irgendwie nichts Besonderes. Also ich glaube, sie machen in dem Sinne auch nicht ein grosses Tamtam drum. Bist du daran, sie sind ja schon gestanden? Ja, das Jahr. Das war Papi. Ja, das Jahr haben wir mal alle mitgekommen, weil wir eben mal zeigen, was der Vater überhaupt genau so macht. Mhm. Wir durften mit nach Spachau. Und es war eigentlich lustig, nach einer halben Stunde. Ich fand, das ist langweilig. Da fährt immer im Kreis rum. Ja, kommt immer wieder. Und ja, sie waren enttäuscht. Wir haben da nicht gewonnen. Ich bin nicht einmal auf dem Podest gewesen. Da sind sie ein bisschen enttäuscht. Und ja. Aber schlussendlich, ich glaube, sie haben mal reinsitzen ins Auto. Und ich glaube, das war für sie auch fast noch ein grösseres Erlebnis gewesen, als mich gesagt, zu fahren. Habt Sorge, schon nur wegen der Familie. Und wir sind stolz auf eure Sieg und eure Verdienste. Danke vielmals. Vielen herzlichen Dank, Marcel Fässler. Alles Gute, weiterhin. Danke schön. Ja, auf meinen letzten Gast freue ich mich ganz besonders. Mit seiner Begabung, das kann man wirklich sagen, ist er tatsächlich allein auf weiter Flur. Er hat mit 4 kurzerhand beschlossen, dass er eigentlich wohl eines der schwierigsten Instrumente überhaupt spielen darf. Er hat gesagt, ich will Horn spielen. In der Zwischenzeit ist er 23 und einer der weltbesten Musiker überhaupt auf diesem Instrument. Er begeistert das Publikum und ein kleines Apropos ist einfach die Tatsache, dass er das Horn, das französische Horn, nicht mit den Armen spielt. Er ist ohne Arme geboren, sondern mit seinen Füßen. Was man für wunderbare Klänge so einem Instrument kann entlocken, das werdet ihr jetzt hören. Darum ganz herzlich willkommen Felix Kleiser mit der Begleitung am Klavier von Christoph Keimer.
Vielen Dank, Christoph. Ja. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Hallo, Felix. Ich habe, ehrlich gesagt, Ihnen nicht nur zugehört, sondern auch zugeschaut und habe mir gedacht, ist das nicht wahnsinnig anstrengend, in dieser Position zu spielen? Also ja, nö. Also ich mache das ja. Also ich krieg da. Sie kriegen das nicht hin, nicht? Nein, ich krieg's nicht hoch, sozusagen. Ach so, ja, aber ich kann Ihnen das beibringen. Also wenn Sie das ja ein bisschen üben. Also wenn wir jetzt so anfangen, die nächsten paar Jahre, paar Stunden am Tag, dann irgendwann so in 5, 6 Jahren kriegen Sie bestimmt noch. Nee, ich übe das ja viel. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie so ein Instrument nimmt und sich das anguckt, guckt, wo sind die Knöpfe, wo sind die Löcher, wo muss ich reinpusten, wo kommt der Klang raus. Und dann spielt man das und dann ist gut. Also man übt das ja wahnsinnig viel. Mhm. Und ja, das ist also, nee, ich habe mich dann gewöhnt. Ich habe in der Anmoderation gesagt, Sie haben als kleiner Knirps mit 4 beschlossen, ich spiele Horn. Ja. Ich vergleiche Sie mit mir. Haben Sie auch mit 4 Horn gespielt? Nein, ich habe Blockflöte gespielt, das gehasst, zum Fenster rausgeschmissen und seitdem nie mehr ein Instrument angerührt. Ja. Und deshalb finde ich das so exotisch. Wie können Sie sich erklären, ich kannte nicht mal den Begriff Horn. Wie kamen Sie auf diese Idee? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich es nicht weiß. Also ich weiß es wirklich nicht. Also ich war, wie gesagt, ich war 4 Jahre alt, als ich Horn spielen wollte. Und also meiner Familie ist keiner Musiker oder Hornist, ist auch keiner, der irgendwie Hörner baut oder zersägt. Und auch oder kein Großvater, der nein, mal. Nein, auch kein Ur vielleicht, aber da gab es noch keine Hörner, deswegen. Aber nee, es ist wirklich ein Rätsel. Also ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich es unbedingt wollte. Und daran kann ich mich noch erinnern. Aber wie ich auf diese glorreiche Idee kam, ist mir bis heute schleierhaft. Wie haben Ihre Eltern reagiert? Sie dachten sich, um Gottes Willen, oder? Ja, um Gottes Glück. Willen. Warum gibt es nicht leise Instrumente? Ja, nicht? Genau. Nein, also ich komme aus Göttingen. Göttingen ist eine Stadt, also wenn Sie mal Deutschland nehmen und einen Dartpfeil genau in die Mitte von Deutschland werfen, dann sind Sie nicht weit von Göttingen entfernt. Und Göttingen ist überschaubar, was auch zur Folge hat, dass es nur einen einzigen Hornlehrer gab. Und dann haben meine Eltern eben den gefragt und ja. Und dann habe ich eben Horn gelernt. So kam und da kam Mama mit dem Sohn und hat gesagt, das wäre jetzt ihr neuer Schüler. Ja, genau. Da wollte man mit Xylophon andrehen und Posthorn. Und das habe ich aber in die Ecke verfasst. Sie haben einfach sich verweigert? Ja, genau. Mhm. Verweigerungshaltung. Das ist auch immer ganz gut, wenn man das macht. Ja. Und dann habe ich irgendwann Horn gelernt. Und ja, und ich habe es halt nicht wie Ihre Blockflöte zum Fenster rausgeschmissen. Und, sondern ich habe es bei mir behalten und ja, immer weiter gearbeitet. Jetzt ist es ja eine verschärfte Situation. Also ein kleiner Junge, der ganz klare Ideen hat, der ein kompliziertes, kapriziöses Instrument spielen will. Und der erscheint, und ich muss das jetzt einfach so sagen, ohne Arme, vor dem Lehrer. Ja. Gab es da eine Reaktion? Na, ja, also bis auf, dass man mit Xylophon angedreht hat und Posthorn, jetzt keine besondere. Also man muss ja auch sagen, wenn man anfängt, man erwartet ja nicht, dass man das beruflich macht oder professionell oder Karriere. Also das ist ja nicht irgendwie so, dass man jetzt in solchen Dingen, sondern da bläst man mal rein und wenn ein Ton rauskommt, dann freuen sich Oma und Opa und dann gibt es ein Eis und so. Also so fängt das ja an. Manchmal auch 2. Also das ist, so ist das. Also das ist Jetzt ist es ganz besonders schwierig, dass beim Horn ein Ton rauskommt. Ja, wollen Sie das mal ausprobieren? Ich weiß, ich schaffe es nicht. Ja, die Glücksspirale. Es ist ja eigentlich ein, wie lang, 4 Meter gebogenes Rohr. Ja, knapp 4 Meter. Also wenn man es ausrollen gebogenes würde. Rohr. Ja, also wenn Sie mein Horn zu Hause haben und wissen nicht, was Sie damit machen sollen, dann rollen Sie es aus und messen mal nach. Dann sollten so knapp 4 Meter dabei rauskommen, ja. Ja, und das Ding macht ja eigentlich keinen Ton. Also wenn ich beim Klavier drücke, dann weiß ich, es ist ein C, aber Sie müssen ein Fies blasen. Ja, ja, ja. Wie macht man das? Ja, ja, also das Problem ist, also das Instrument, das ist ein Loch und da ist nichts drin. Das bedeutet, wenn man reinpustet, kommt Luft raus. Nach moderner Musik, aber es ist eben keine, also es ist kein Klang, nicht? Das Problem ist, man schwingt die Lippen. Das bedeutet, wenn man die Lippen sich anschaut, ich muss jetzt in die richtige Kamera gucken, wie beim Shopping, wie Teleshopping kaufen Sie jetzt. Nein. Und dann vibriert man mit den Lippen.
und dann hat man einen Ton. Ich kann nicht mal das. Ja, Sie haben ja auch nicht geübt. Nein! Es gibt manche Dirigenten, die sind auch nebenbei irgendwie noch Trompeter und so. Es gab einen Dirigenten, ich nenne hier keine Namen, da hat der Trompeter einfach gespielt, das gefiel dem Dirigenten nicht, er meckerte rum. Und irgendwann war es ihm zu bunt, ist er hingegangen, hat die Trompete genommen, das vorgespielt. Und alle waren, Ja, also deswegen, also genau, und jetzt sind wir hier völlig vom Thema abgekommen. Nein, wir sind bei den Lippen. Lippen, genau. Und wenn man diese Lippen halt, die Spannung verändert, dann... Kann man also auch Melodie dann bräuchten machen. Sie ja gar nicht dieses ganze Instrument. Das ist eine bekannte Melodie hier in der Schweiz. Genau, habe ich da schon vorhin spielen lassen über das Glaskugelspiel. Ah, okay, ja. Ja, halt, also es klingt halt nicht so schön, nicht? Also wenn man jetzt irgendwie so nur... Das ist halt nicht so der... Also ja, deswegen. Und fürs große Orchester ist es dann auch ein bisschen verloren. Ja, also vielleicht könnte man das ja mal einführen, einfach Hornist ohne Horn. Ja. Ja, das heißt, man muss wahnsinnig üben. Ja, das wäre, also ist ja jedenfalls hilfreich, nicht? Also, man muss viel üben. Also je mehr man übt, desto besser. Das heißt in Stunden? Es gibt hier immer so eine Zahl, 8 Stunden, die irgendwie rumgeistert. Also man kann schon morgens anfangen und abends aufhören, aber da braucht man auch einen kompletten Tag Zeit. Das bedeutet keine Reise, keine Konzerte, keine Proben. Das kommt mittlerweile immer weniger vor. Das bedeutet, man muss, also wie gesagt, wenn man Zeit hat, kann man wirklich morgens anfangen und den ganzen Tag durcharbeiten. Das heißt, auch für die Ferien nehmen Sie Ihr Horn mit? Ja, also ich spiele auch, wenn ich im Urlaub bin, spiele ich auch 1 Stunde, 1,5 Stunden entspannt Horn. Also ich könnte das jetzt auch nicht, ich könnte jetzt nicht irgendwie 3 Tage nicht spielen, dann würde ich wahrscheinlich tot umfallen. Sie sind sehr erfolgreich. Mhm. Sie waren mit 17 einer der jüngsten Studenten. Sie haben Auszeichnungen gekriegt. Sie haben jetzt eine wunderschöne CD mit Ihrem Begleiter aufgenommen. Mhm. War es für Sie dann immer klar, professionell diesen Weg zu gehen? Nein. Also, dass ich das machen wollte, das habe ich, glaube ich, erst so mit 17, 18 oder so in Erwägung gezogen, dass ich das machen könnte. Weil, wie gesagt, in meinem Umfeld ist keiner Musiker. Und wenn keiner Musiker im Umfeld ist, dann kennt man das, die Atmosphäre auch nicht. Und deswegen, das kam eigentlich relativ spät, als ich das... War es je eine Frage, dass der Hornist ohne Arme mit den Füßen spielt? Ja, also es gibt eine Technik. Und zwar, normalerweise hat ein Hornist eine Hand im Schalltrichter. Das hat historische Gründe. Also, dass mit der Hand man den Ton variiert dann noch? Genau. Mhm. Das wurde, wenn man da was reinsteckt, wird es dunkler, wenn man nichts drin hat, wird es heller. Und klassische Musik ist eine sehr, sehr harte Branche. Also, da hat man Klangideal, das muss man entsprechen und fertig. Und entweder man erreicht das. Ja, und die Konkurrenz ist hart. Genau, und entweder man erreicht das und ist gut, und wenn nicht, dann da ist die Tür und tschüss. Das ist relativ einfach. Und ich hatte eben keine Hand. Ob mit drin. Oder ohne Arme. Genau, das interessiert ja niemanden. Also, also, die lassen sich ja auch nicht operieren und sagen, naja, also Überlebenschance ist vielleicht so 3-4%, aber der Mann hat keine Arme, das machen sie doch mit, oder? Ja. Das macht ja auch keiner, nicht? Also, vermutlich. Und genauso ist es auch in der Musik. Und da muss ich eben, und da hat man mir auch gesagt, ja, sie können das sehr gut, aber dadurch, dass sie keine Hand drin haben, werden sie das nie als Beruf machen können. Und da muss man sich dann eben hart dran arbeiten. Was ist Ihr Lebensprinzip? Ich habe kein Lebensprinzip. Was ist Ihr Ansporn? Ich liebe es, Musik zu machen. Es ist einfach schön, Konzerte zu spielen. Es ist schön, mit guten Orchestern, mit guten Kammermusikern zu spielen. Es ist schön, durch die Welt zu reisen. Das macht Spaß. Und dann noch bezahlt zu werden, das ist doch wie Schokolade essen. Und dafür noch bezahlt werden. Nur, dass man nicht dick wird, nicht? Ja, Sie sind aber, das spüre ich, ein Perfektionist. Wenn das Fiss nicht temperiert genug rauskommt, dann ärgert Sie das. Ja, aber das ist ja wichtig. Also das ist ja, ich meine, Perfektion und Unzufriedenheit, das ist immer der Ansporn für Besserung. Ne? Wenn ich mit etwas unzufrieden ist, meine, wenn Sie das zu Hause kennen, Sie haben eine Wohnung und sagen, also so wie die Wohnung mir nicht gefällt, die gefällt mir einfach nicht, dann ist das Ansporn, die Wohnung umzuräumen. Wenn sie einem gefällt, dann würde man nie sagen, ich räume jetzt die Wohnung um, nur weil man die Wohnung umräumen soll. Also Unzufriedenheit ist ja sozusagen der Motor, die Initialzündung, um etwas zu erreichen, um vielleicht mal neue Wege zu gehen. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig, aber auch sehr spannend. Wenn ich Sie beobachte, ein Leben ohne Arme, das haben Sie, kennen nichts anderes. Sie sind so geboren. Gibt es Momente, wo Ihnen 2 Extremitäten wirklich auch echt fehlen, wo Sie ein bisschen
hadern mit dem Schicksal? Ach nee, es kommt ja auf die Wünsche drauf an, nicht? Also wenn ich jetzt passionierter Handballspieler hätte werden sollen, dann wäre das halt ein bisschen ungünstig gewesen. Nein, also wie gesagt, ich kenne es ja so und es ist auch völlig normal und ich mache das, was mir Spaß macht und das ist für mich das Entscheidende und das ist für mich das Wichtige. Und, sind manchmal die Reaktionen der Umgebung schwieriger, als die eigene Situation zu handeln? Ach nee, also im Privatleben nicht. Manchmal so mit Medien. Also was ich manchmal nervig finde, wenn man Konzerte spielt oder irgendwas macht, Medien fangen sehr, sehr schnell an, etwas in Leute hinein zu interpretieren. Also man sieht einen Menschen und dann fängt jemand was zu erzählen und der Zweite schreibt es ab, der Dritte schreibt es ab. Und irgendwann ist so ein Bild von einem in der Öffentlichkeit, was eigentlich völlig, völliger Humbug ist. Und das ist so das, was mich manchmal nervt. Aber ich glaube, das haben andere Leute auch, die so einen Job haben. Und da muss man durch. Was sind Ihre Ziele jetzt, die nächsten? Ach, ich habe viele schöne Sachen. Ich habe viele Konzerte. Ich nehme im November mein zweites Album auf. Ich bin im Sommer in Asien, spiele mit dem Taipei Chinese Orchestra in Taipei, das dritte Mozarthorn-Konzert. Ich spiele jetzt im Oktober unter Christoph Penderecki das vierte Mozarthorn-Konzert auf dem Usedom-Festival mit der Sinfonia Varsovia. Also viele schöne Konzerte, viele schöne Reisen. Also ja, macht Spaß. Und das Instrument ist immer schön brav und tut, was Sie ihm befehlen. Meistens. Manchmal tut es auch nicht das. Aber es hilft halt nichts zu schimpfen, nicht? Ja, also genau. Das ist halt wie mit einer Katze. Da kann man schimpfen, aber dann ist sie beleidigt und hört ab. Das ist ja auch richtig. Nicht im Sinne, und der sitzt da und tut keinen Wank. Nee, muss man halt nur manchmal putzen, aber das ist okay. Ja. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch, Ihr Gespräch. Und wir sind alle sehr beeindruckt über Ihr Können. Danke, danke. Dankeschön, Felix. Alles Gute. Ja, und das war es schon von unserer Seite. Allein auf weiter Flur, kann man sagen, mit so einer Begabung. Wir haben jetzt noch das NZZ-Format parat hier bei uns auf dem Sender. Wer noch Lust hat, ein bisschen Fernsehen zu schauen. Und sonst zähle ich natürlich total auf euch, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid bei dieser Sendung, wo, wie wir heute hoffentlich bewiesen haben, man nie nur aus Langweile schaut. In diesem Sinne, gute Nacht. Bis gleich wieder. Ciao zusammen. Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte